Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Sims. Ja, und wir starten gerade mal nicht bei den Schlömpels. Nein, wir starten gerade eben, naja, hier in diesem Startscreen, wo Dinge passieren, von denen ich keine Ahnung habe. Menschen sitzen auf Sofen und lesen Bücher. Menschen rennen von links nach rechts und ein weißer Bildschirm. Der Tod rennt den Menschen hinterher, natürlich. Der Tod ist ja bei Sims 4 allgegenwärtig. Und, ich wollte ganz kurz zeigen, war vorhin auf Platz 4 heute. Ich weiß gar nicht, warum ausgerechnet heute. Hashtag GreyGrey. Fand ich toll. Ist hier international, das sind die internationalen Hashtags. GreyGrey war vorhin noch auf Platz 4. Das war vor ein, zwei Stunden. Ich weiß gar nicht, warum ausgerechnet heute. Weil genau heute, wo ich jetzt gerade aufnehme, da fiel die Sims-Folge leider aus. Entschuldigung nochmal dafür. Es gab Diskrepanzen zwischen einem gewissen Herrn Biorhythmus und mir. Jedenfalls, ich hatte ja gesagt, lass uns das nochmal machen. Jetzt hatten wir schon zwei Tage Zeit. Wir gucken mal ganz kurz nach den Greys. Schauen wir mal ganz kurz. Da lassen wir die einfach mal einziehen. Pure Serenity. Warum nennen Leute sowas Grey? Das verstehe ich nicht. Oder sowas hier. Hat doch mit Grey auch nichts zu tun. Da steht bei. Und hier steht auch bei von der Taylor. Aber das ist ja, das hat ja nichts mit Grey zu tun. Außer vielleicht der Anzug hier. Der ist Grey. Aber sonst. Ich glaube, da springen Leute eher auf Hashtags auf, damit Leute ihre Familie sehen. Ich vermute mal eher Pedo-Oma, finde ich auch sehr schön. Ist das die Pedo-Oma aus dem Sumpf? Ich glaube, es ist die Pedo-Oma aus dem Sumpf mit dem Schrumpeljungen von Gilda... von Gilda Bayern. Grey, Brandon Schrumpel-Oma. Ja, sehr gut. Der Schrumpeljunge und die Schrumpel-Oma. Der Brandon sieht gut aus. Die Schrumpel-Oma sieht... ist eine... sehr große Dehnung des Begriffes gut, sage ich mal. Aber mit großen Dehnungen kennt sich die Pedo-Oma ja aus. So, da wollen wir mal weiter gucken. Wen haben wir denn dann noch? Die Grey-Greys. Alle so adrett. Wen haben wir hier? Von Schmidt Livio. Die Grey-Greys leider noch ohne Schrumpeljunge. Was? Man kann sich das ja zusammenstellen. Ich glaube, ich werde mir von jedem etwas zusammenstellen. Der Kunibert ist kein Grey-Grey. Der Adolf ist kein Grey-Grey. Mrs. Freaky Star. So, hier haben wir, Alter, der Junge. Furchtbar. Das ist ja ein Traum. Ja, der Junge sieht echt furchtbar aus. Ich stelle mir mal eine Familie zusammen, glaube ich. Ich weiß noch nicht genau... muss ich mal gleich gucken, wie das geht. Ich suche mir erstmal einen Lord Grey. Was ist das denn hier? Oh, man nennt es Mikrofon. Ja, das ist für Leute, die Lord Grey nicht kennen, das ist normal. Hier, der sieht sehr Grey aus. Jetzt weiß ich aber nicht, die Frage ist natürlich, jetzt habe ich den mit E geschrieben. Eigentlich ist es ja mit A. Ich gucke da vielleicht auch nochmal. Man möchte ja... wir müssen uns da mal auf eine Schreibweise einigen. Guck mal hier. Da haben wir auch eine richtige Familie Grey. Also hat man beim anderen auch, natürlich. Ich muss echt immer aufpassen, was ich sage. Ich krieg immer einen eingeschenkt sofort. Wo soll das denn heißen? Man ist nicht richtig. So, dann haben wir hier, aha, das ist normal Grey. Und hier haben wir, ah ja, die kennen wir ja auch. Ich schau mal ganz kurz ein bisschen rum. Hier haben wir Mr. Bean. Ich gehe mal ein bisschen rum. Jetzt haben wir Familie Grey. Hier mit dem Hut ist auch schön. Von der Spielmannsbraut. Da klicke ich mal ganz kurz rein. Mit dem Hut gefällt mir auch sehr gut. Muss ich zugeben. Und ich muss zugeben, ich habe auch so einen Hut, den ich gerade verliehen habe. Ja, ich habe einen Hut verliehen. Frag einfach nicht. Ich habe in meinem Leben noch nie einen Hut verliehen. Momentan habe ich tatsächlich einen Hut verliehen. Wie oft hat man einen Hut und wie oft verleiht man den? Ach, guck mal hier. Boah, sieht auch super aus. Crazy 5 SOS-Fan. Sogar ein bisschen etwas realistischere Angehensweise, sage ich mal. Finde ich eigentlich auch ganz gut. So, jetzt aber wollen wir uns erstmal drum kümmern. Das hier ist doch nicht der Schrumpelboy. Obwohl, ach, das ist der Böse. Das ist der böse Zwilling von Brandon. Der aus dem Sumpf dann, oder wie? Der Besessene. Dann passt es ja wieder. Furchtbar. Ich wollte mit einem Lord Grey anfangen. Jetzt schaue ich mal ganz kurz. Ich schaue nochmal ganz kurz. Huch, beim anderen. So, Grey mit E oder mit A? Ich weiß nicht so recht. Bin ich mir immer ziemlich unsicher. Ich glaube, es wird tatsächlich mit A geschrieben, nicht mit E. Aber um Copyright-Verstößen vorzubeugen, da haben wir ihn auch. Was ist das denn? Daylight? Das hat mit Daylight aber nicht viel zu tun. Die kleine Daylight-Hexe. Ach, aus der Aria, ja. Die hatte mit Daylight wirklich nicht viel zu tun. Von der Cindy Gummibaum.
Das macht echt Spaß, hier durchzuskippen. Aber wir müssen uns natürlich auch ein bisschen beeilen. Wir wollen ja was vom Spiel sehen und nicht nur die Gallery. Aber ich das echt toll finde, hier die ganzen Leute durchzuschauen. Geht übrigens auch schneller als das stundenlang selber zu machen bei Create a Sim. Wobei, da müssen wir noch ein paar abstruse, ein paar Eigenkreationen machen wir natürlich auch noch. Jetzt weiß ich aber absolut nicht, dass es echt schwierig, sich hier entscheiden zu müssen. Es ist schwierig, so schwierig. Weißt du was? Ich melde mich gleich wieder zurück. Ich scroll hier noch ein bisschen durch. Dann stelle ich mir meine Familie zusammen. Wobei, ich weiß nicht genau, kann man dann zeigen, von wem man das dann nimmt? Kann man das zeigen, wenn man sich so ein paar Leute importiert? Das müsste doch hoffentlich gehen, oder? Bitte was? Das ist eine normale Familie Gray. Ich melde mich mal gleich wieder zurück. Ich skippe hier noch ein bisschen hin und her, sonst ich weiß gar nicht, wie lange das dauert, wenn ich hier noch die ganze Zeit so hoch und runter skippe. Da haben wir die ganze Folge nur in der Gallery verbracht. Das wäre natürlich doof. Das wollen wir natürlich nicht. Und ich bedanke mich jetzt schon mal für die zahlreiche Teilnahme natürlich. Bei der Familie was ist das denn? Das, ja, nein, das, nein, ja, nein, ja, das, nein, nein, ja, da, ach, das haben wir wieder, Mrs. Freaky's da, ah, ja, 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 so, jedenfalls, ist das ist Brandon, könnte man auch nehmen, Chicks 4444, es ist schwierig, ich würde sagen, ich melde mich gleich nochmal zurück und, dann haben wir hoffentlich eine kleine Familie Gray, Dankeschön, bis gleich, tschüss. So, da sind wir auch schon wieder. Drei Stück habe ich jetzt mal ausgesucht. Hier Familie Gray Gray von Catluvia, Familie Gray von Freaky Alice und die Mac Gray Grays. Ja, die Mac Gray Grays ist, ja, ist so ein alter brasilianischer Nebenstamm der Familie Gray Gray. Die war aus, da haben wir mal ein Grim Tales ins Klo gelegt, falls sich der ein oder andere erinnert. Ist gar nicht so lange her, dass die Serie lief. Ich glaube jetzt aktuell noch. Oder ist gerade ausgelaufen? Ich weiß gar nicht. Müsste heute die letzte Folge gewesen sein, oder? Boah, ich glaube ja. So, habe ich seit dem Livestream auch nicht mehr angeguckt, das Ding. Ich konnte es noch nicht ertragen. So, ich habe jetzt einfach mal, ich dachte mir, ich nehme von jedem Haushalt quasi immer ein bisschen. Ich glaube, hier wollte ich den Lord rausziehen. Bei Familie Gray Gray. Da haben wir das Original von Mrs. Freaky Star übrigens, die hier unten auch geschrieben hat. Ich habe da extra mal reingeguckt. Lalalala. Mal aussehen, tun ja super, aber ordentlich, familienbewusst, da sieht es immer aus wie Scheiße und die lassen den Schrumpeljungen überliegen. Stimmt natürlich auch, der Schrumpeljunge ist, glaube ich, irgendwann in der Grimtales-Serie mal irgendwo im Wimmelbild verloren gegangen. So, und ansonsten, Mrs. Freaky Star schreibt, na, wer hat denn da mein Grey-Grey-Stibitz? Ich war auch schon bei Mrs. Freaky Star eben gucken, aber ich nehme einfach trotzdem, der ist noch ein bisschen weiter, ich weiß gar nicht, ob der weiter ausgearbeitet ist, zumindest sieht er hier einfach treffender aus, deswegen nicht böse sein. Wenn es eh der gleiche ist, spielt es da sowieso keine Rolle. So, dann versuche ich mal. Ich weiß noch nicht genau, wie man die hier importieren kann. Ich würde gern eine neue Familie anfangen daraus. Weiß jetzt aber noch nicht genau, wie. So, ich glaube, dazu muss ich erstmal hier raus und dann sagen, neues Spiel. Spiel laden, Galerie öffnen. Ach, da unten, das sehe ich ja nicht, weil da Kabel vor sind. Neuen Haushalt erstellen. Da sind die Kabel vom Mischpult vor. Ich muss den Monitor mal ein bisschen höher stellen. Der Knopf ist ein bisschen weiter unten. Ja, der kommt mir verdächtig bekannt vor, der junge Mann. So. Nein, was? Ich will den gar nicht. Ich will aus der Galerie jemanden importieren. Oh, importieren? Also, sie sollten im Po keine Tiere transportieren, mein Herr. So, kann ich den jetzt hier reinladen? Haushalt in der Stelle einen Sim übernehmen? Ersetzen wir mal? Ja, wird ersetzt. So, das ist Lord Gray Gray. Ich frage mich, kann man den noch ein bisschen... Oh, der hat ja sogar Kajal. Kann man da vielleicht die Augenbrauen... Wollte ich noch ein bisschen... Einfach nur, weil... Das sieht jetzt ein bisschen traurig aus. Das, da gehe ich mal ganz kurz in die Details. Kann ich den vielleicht... Nein, nein, nicht so, nicht so. Ich hätte gern so einen gönnerhaften Blick. Ich weiß gar nicht, ob man das so... ja, ich bin der Lord und du bist es nicht. Ja.
So vielleicht ein bisschen, ich weiß gar nicht. Dann beende ich hier mal. Na jetzt, ja, einen gönnerhaften Blick sieht so natürlich nicht aus. Ich glaube, den muss ich beim Gang machen. Herrlich reich. Was haben wir denn? Geschäftstüchtig. Das mag natürlich sein. Perfektionist weiß ich nicht. Ordentlich, sorry. Statt ordentlich machen wir einfach mal Hitzkopf oder so. Ich weiß gar nicht. Ein, ein Genießer. Also Lord Greygrey ist auf jeden Fall ein Genießer. Und materialistisch. Ist der materialistisch, Lord Greygrey? Ich weiß es gar nicht. Ich würde sagen, der ist fast ein bisschen wahnsinnig, aber ehrgeizig, gemein. Lord Greygrey, der familienbewusst kannst du ja nur echt nicht sagen. Der lässt da alle immer überall verhungern und verrotten und sonst irgendwas und die Tante muss es immer richten. So, vielleicht, nee, doch mal materialistisch. Hier mache ich raus, materialistisch. Limla, limla, Kangaroo. Ja, das passt auf jeden Fall. Was haben wir hier? Snob, ja. Ja. Dernfa. Ja, oh, ihre Hochwohl geboren. Hier haben wir noch Luisa Gray. Muss man merken, dass sie Luisa heißt. Leider sieht eigentlich auch echt hübsch aus. Würde ich fast gerne übernehmen. Eigentlich könnte ich die ganze Familie übernehmen. Der Junge sieht aber noch zu freundlich aus für einen Schrumpelboy. Brandon Gray. Den muss ich leider löschen. Ich komme mir ein bisschen mies vor, weil ich der Familie gerade ihren Sohn gelöscht habe. Aber ganz ehrlich, die würden es wahrscheinlich nicht mal merken. So, Galerie öffnen, dann importieren wir mal den Sohn. Halt, eine Sache wollte ich noch machen. Ich wollte noch mal ganz kurz gucken. Lord Greygrey, wie kann ich denn jetzt hier Persönlichkeit? Hier, stolzer Gang, wollte ich noch mal kurz gucken. Nein, es muss natürlich... Der Feminine wäre natürlich auch schön. Mhm. Ah, ja. Selbstbewusst. Der hier aber, oder? Oh, ja, was ist das denn? Ja, damit geben wir uns aber nicht ab. Ich glaube, ich lasse mal den hochnäsigen Gang. Lass ich mal einfach. Einer muss damit ja anfangen. Und dann müssten eigentlich die Gesichtszüge, die Lippen müssten auch nach unten, oder? Ich mach mal hier so ein bisschen... Der muss ja nicht ganz original aussehen. Sieht auf jeden Fall freundlich aus. Der ist halt... Ich weiß, im Wimmelbild ist er der ganz Schicke, der ganz Elegante, aber das wird einem ja nur vorgemacht. Das wird einem nur vorgemacht, in Wahrheit. Das wissen wir ja, ist er einfach ein Messi. So, halt, da wollte... Ach, das wollte ich gar nicht. Ich wollte nochmal ganz kurz Gesicht... Hautfarbe. So, ich glaube, so übernehmen wir den einfach mal. Make-up kann er behalten. Ansonsten lasse ich den mal. Nicht böse sein, wenn ich... Was? Die Schuhe. Da, die sind aber viel zu frech. Für den guten Lord. So. Oder so. Wäre natürlich schön, aber... Haben wir hier nicht so eine ganz eleganten Lederschuhe? Haben wir sowas nicht? Was ist das denn? Okay. Ich glaube, die Schuhe sind die einzigen, die passen. Oder vielleicht so? Nee, da gucken ja die Füße raus. Das geht nicht. Es sei denn, wir machen da weiße Socken, aber das können wir auch nicht machen. Ich glaube, ich lasse die Schuhe mal. Tut mir leid, aber das sah so sportlich aus. So, als wäre ein Draufgänger. Aber der ist ja mehr so ein Druntergänger. Der geht so wenig drauf, der geht schon drunter. So. Dann mache ich mal jetzt Galerie. Öffnen. Und dann gucke ich mal ganz kurz hier. Wollte ich mir den Schrumpeljungen rausklauen bei Freaky Alice. Freaky, Freaky. Der sieht so ein bisschen blass aus. Das passt, glaube ich, auch ganz gut. Brandon. Kann ich den importieren? Ich würde gerne einen einzelnen Sim aus dem Haushalt importieren, aber gut. Ich verbinde mal. Tatsächlich finde ich sie hier sehr gelungen. So, die Luisa hier lösche ich mal. Nicht böse sein. Und den Herrn Lord Grey muss ich leider auch löschen. So. Dafür würde ich gerne den Brandon behalten. Ja, ich glaube, den behalte ich einfach mal. Wie ist die Stimme? Ja, die passt. Und seine? Malfoy, Bevose. Na, die ist ein bisschen zu dunkel, oder? Hey,
Reginu Nopsa. Wadisa. Gusha Buenko. Ja, ich glaube, die lasse ich ja mal so. Und entweder nehme ich jetzt sie hier direkt. Live und direkt. Oder ich gucke mal ganz kurz nochmal in die Galerie. Dann schauen wir da nochmal ganz kurz nach. Hallo, hallo, hallo. Da haben wir nämlich noch diese Luisa. Von der Kelsey-Chan. Lord McGregor ist mir noch zu hoch. Dem bin ich nicht gewachsen. Das tut mir natürlich leid. Huch, das ging ja schnell. Warte mal. Boah, die Tastatur, die ist voll laut. Viele Grüße aus der Aufnahme. So, habe ich einfach mal hingeschrieben. Aber ich glaube, sei mir nicht böse, ich glaube, ich lasse mal die andere doch mit drin. Weil die einfach so ein bisschen outstanding aussieht. Weißt du, was ich meine? Die sieht nicht so aus wie your Everyday Sims-Charakter. Ja, da hör auf zu grinsen, da vergeht mir alles. Da kriege ich ja Zucker in der Kauleiste. Ich glaube, ich lasse die tatsächlich mal. Holy Nine Mokosa. Die könnte eine Country-Sängerin sein. So, was haben wir denn? Erfolgreiche Abstammung. Natürlich, sonst hätte Lord Greygrey sie ja nicht geheiratet. Und sie ist natürlich häuslich. Natürlich, sonst hätte Lord Greygrey sie ja nicht geheiratet. Und sie ist Familien... Doch, die Luisa ist familienbewusst. Ja, ja, ja. Kunstliebhaberin. Jetzt ist die Frage... War die Luisa... Boah, verdammt, ich krieg's nicht zusammen. Die Luisa, war das die wir gespielt haben? War das die Tante oder war das die Frau vom Lord? Das weiß ich gar nicht. Und Brandon ist auf jeden Fall... Ja komm, wir machen jetzt die Frau und dann ist das hier der Sohn. Der Missratene. So, ihre Charaktereigenschaften. Erstmal ganz kurz gucken. Standard Gangart. Latscht. Ja, ich bin eine Disney-Prinzessin. Nein. Nein. Ja, das würde, glaube ich, gehen. Femininer Gang. Das würde nicht so unbedingt... Das geht auch. Ich glaube, ich gebe dir mal den femininen Gang. Ist ja immerhin anerzogen. Die stammt ja immerhin aus... ne, und so. Senkrechtstarter. Mental, Motorik, Sozial. Sozial ist der Brandon überhaupt nicht. Der kriegt ja die Fresse nie auf. Der ist mit der Steinkönigin verheiratet, die irgendwie ein ganzes Königreich in Stein verwandelt hat. Sozial ist er überhaupt nicht. Kreativ. Aha. Er müsste eigentlich auch ein bisschen wahnsinnig sein. Ich kann es gar nicht so richtig sagen. Böse ist er nicht. Über den kann ich gar nichts sagen. Der Schrumpeljunge liegt einfach nur rum und schrumpelt. Mehr macht er ja gar nicht. Ich lasse den mal kreativ. Ich lasse dem das einfach mal. Ich würde sagen, dann fügen wir die Familie mal hinzu. Brandon haben wir. Dann haben wir Luisa und wir haben Lord Greygrey. Ich glaube, der heißt John eigentlich. Wenn mich nicht, oder? Täusche ich mich gerade? Wir nennen ihn immer nur Lord Greygrey. Ja, ich glaube, da fühlt er sich auch gleich angesprochen. Ja, dann haben wir die Brandons, die Greygreys ja eigentlich fertig. Familie Greygrey. In der Bibliothek speichern. Vielleicht noch ein neues Bild. Genau, er freut sich. Ja, yeah, schrumpeln! Sie guckt elegant und er guckt einfach nur so pieselig wie immer. So, speichern und spielen. Eigentlich wollte ich ja noch die anderen Sims hinzufügen. Vielleicht mache ich heute mal eine Hinzufügen-Folge. Umzug Familie Grey. Ja, die wohnen hier alle im Grün. Die Schlümpels wohnen jetzt allerdings draußen in der Prärie, ne? Die können sich das hier nicht leisten alles. Die Grey Greys hingegen schon. Da wohnen die Schlümpels. Mitbewohner? Ah, da wohnen überall schon welche und hier haben wir staubige Heimat. Ich würde ihn am liebsten direkt... Ich muss die anderen Sims mal alle rausschmeißen, das geht so nicht. Und ich würde ganz ehrlich... Ich kann die Greygreys nicht in der Prärie wohnen lassen, die brauchen hier auf jeden Fall was. Und zwar ein Anwesen. Mitten das der Familie Kreuz. Ach, ganz ehrlich, wer will denn Spencer Kim Lewis? Was ist das denn da? Ach ja, das war diese ethnische Auffangfamilie. Ich erinnere mich, die Ausredenfamilie. Und hier Familie Goth. Die sehen alle nicht Goth aus. Der Kleine sieht aus wie Harry Potter. Das geht nicht. Hier mal noch Familie Kreuz. Mal wieder.
Beste Freunde auf Lebenszeit, die schmeißen wir alle raus. So, Familie Pauls, wer braucht die schon? Knarrende Hütte, das geht nicht. Zum einsamen Bächlein. Eigentlich würde sich Familie Gray den ganzen Stadtteil kaufen und dann hier ein Haus hinbauen, wo sie wohnen. Ein Palast. Hier müssten die wohnen, auf Gut Eichhof. Da könnten die gut wohnen. Also gut. Und das heißt, wir lassen die erstmal hier bei dem... Na, da wohnen ja die Pauls. Wir lassen die erstmal hier einziehen. Spielen die aber nicht aktiv. Ja, möbliert. Familie Gray wird bald sehr viel Geld erhalten. Die werden bald sehr viel Geld erhalten, weil die haben ja Familiengold. Seit jeher schon. Das heißt, die werden mit Sicherheit nicht einfach hier in so eine Hütte ziehen. Zum einsamen Bächlein, Familie Gray. Oh, was ist das denn für eine Absteige? Nein, das geht nicht. Das ist mir viel zu grau. Ich wohne lieber in einem Schloss aus Stein. Das ist weniger grau. Der Lord ist erfreut. Ja, ich glaube nicht, dass wir Familie Gray lang hier wohnen lassen. Sie hat Angst vor Feuer. Eigentlich, die haben noch in den Sümpfen gewohnt. Hier sind überall Kanäle, das ist natürlich sehr schön. Oder ist ein Fluss? Das ist gar kein Kanal, das ist irgendwie so ein Fluss. Hier, der Gregor will den Jungen verprügeln, das sehe ich ja schon. Er nennt es immer plaudern, aber eigentlich will er dem eine hauen. Hat die Sozialfähigkeit erworben. Das heißt, er kann jetzt Sozialhilfe beantragen, falls alles nicht mehr hilft. Familie Gray hat offenbar ihr Vermögen verloren und wohnt jetzt hier. Also, gib mir mal deine Hände. Die sind ja schmutzig. Arbeite nicht so viel. Ach, ich bin eigentlich deine Schwester, aber ein bisschen Inzest hat ja nie geschadet. Also, pass auf, ich... Du bist mein Paket und... Oh. Ach, ist schon ein bisschen sympathisch. Hat die Schelmfähigkeit erworben. Das ging ja schnell. So, eigentlich wollte ich jetzt hier gerade wieder so ein paar Inzest-Witze losreißen, aber wir kommen später zur Familie Gray zurück. Die wuseln jetzt hier in der Gegend herum. Das Problem ist, wir müssten die Schlömpels eigentlich mal aus ihrem Loch holen. Das müssten wir irgendwie mal hinkriegen. Galerie öffnen. Kamerasteuerung. Wie kommen wir denn jetzt... Diese Kabel da nerven. Jetzt sehe ich hier unten die Symbole nicht, weil da echt immer Kabel vom Mischpult davor sind, weil der Monitor hier noch relativ tief ist. Vielleicht setze ich mich einfach ein bisschen höher. So, muss ja das Mikro jetzt aber mitdrehen. So, hört ja keiner. Hört das jemand? So, und wir haben die ganz... Oh, Ameisenschlümpels. Irgendwie ist das Mikro nicht... So, jetzt aber. Wie komme ich denn jetzt? Wir haben jetzt die Galerie. Ich würde jetzt aber gerne wieder in die Nachbarschaft. Ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen hier an alles. Herrlich bestreben, herrlich reich. Das wissen wir ja, Karriere. Das hier sind die Sims, das Sims-Gezuppel, hier Bedürfnisse. Wie komme ich denn jetzt wieder in die Umgebungskarte? Speichern. Speichert. Das hat nicht so gut funktioniert. Welten verwalten. Speichern und Welten verwalten. Wir haben gerade gespeichert, also insofern hoffe ich mal, dass die dann auch anwesend sind. Was sind denn Welten? Ach, das sind die Welten, die man hier verwalten kann. Selber kann man keine neue anlegen, aber das sind Welten. Ich dachte, also nach einer Welt sieht das nicht aus. Das sieht hier eher nach einer Stadt aus. Willow Creek. Oasis Sims. Springs. Können wir denn so Leute hier einfach rausschmeißen? Familie Landgrab. Nobelschuppen. Mehr. Haushalt ausquartieren. Ciao, Freunde. Yeah. Landgrab ist Geschichte. Familie Schwarz. Ist ja eh nur einer und der Typ ist weiß. Also insofern... Ciao. So, Mitbewohner. Kack die Casa. Die Familie Mitbewohner ist auch gleich... Ciao. Familie Hermanns, der sieht ein bisschen aus wie Oppes vor seiner wilden Zeit. Ciao.
Familie Caliente. Schlümpels ziehen in die Nachbarschaft, alle anderen ziehen weg. Familie Brandenburg, macht's gut. So, ich glaube, die Schlümpels sind jetzt ganz alleine hier im Stadtteil. Weil einfach, die sind hier eingezogen, da sind sofort die Grundstückspreise hier in den Keller gedroppt. Hier könnte man die Greygrays eigentlich noch einziehen lassen, die hochnäsige Hütte, vielleicht machen wir das noch. Aber ganz ehrlich, jetzt spiele ich mal eine Runde Schlümpels. Und dann ziehe ich aber hinterher noch ein paar Leute mit rein hier. So, damit wir jetzt nicht die ganze Zeit nur in irgendwelche Menüs hängen und in irgendwelche Charakterkreationen. Ich möchte auch mal wieder ein bisschen richtig spielen. Habe ich ja schon so lange nicht mehr. Deswegen jetzt erstmal wieder ein bisschen normal. Also normal jetzt im relativen Sinne natürlich.